So Leute, willkommen jetzt hier zurück und ihr seht auch schon richtig, ich bin wieder zu Hause und ich bekomme gleich richtig heftigen Besuch und ihr wisst wahrscheinlich auch schon wer. Und zwar ist es der liebe Fabian. Er ist jetzt in Uxil, also da wo ich wohne, aber die ziehen sich jetzt gleich noch ein bisschen um, gehen nochmal duschen und so, weil die haben 11 Stunden Fahrt und das muss man sich mal überlegen, die fahren extra wegen mir 11 Stunden nach Uxil von Bayern aus, damit die mich besuchen können, also zumindest Fabian. Und die gehen halt irgendwie an den Strand oder sowas. Ich gehe gleich zu Fabian, ich filme das Ganze nämlich auch und ihr seht auch schon hier Red Hair. Ist am Start, es war eine Challenge mit René und mir. Ich kann ja mal hier das Bild von René einblicken lassen da. Er hat sich auch rote Haare machen lassen, weil Energie aufgestiegen ist. Und das war eine kleine Challenge von uns beiden sozusagen. Geht aber auch bald raus, weil das ist einfach ohne Blondierung und so. Das ist einfach Knall auf meine Naturhaarfarbe. Genau, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also von daher. Aber wie gesagt, ich gehe gleich zu Fabian. Ich hole ihn gleich ab. Ich bin sowas von aufgeregt. Halt wirklich richtig, richtig heftig aufgeregt. Einen Freund zu treffen, den man in echt noch nicht getroffen hat, aber über Skype, über Internet halt kennt, den man schon so viel gemacht hat zusammen, egal ob eine Aufnahme, egal ob eine Fußball-Challenge zusammen aufgenommen, so zusammengekattet, als ob es ein Video wäre, uns vorgenommen, uns heute mal richtig zu treffen, bis Dienstag, also ungefähr insgesamt heute Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und Dienstagabend fahren sie wieder, also 4 Tage gerade, es ist 15 Uhr oder so. Er kommt gleich, oder beziehungsweise ich hole ihn jetzt ab, aber ich bin so aufgeregt. Naja Leute, ich will euch ja noch was zeigen. Ich habe ein bisschen umgestaltet. Ihr könnt das hier vielleicht sehen, und zwar habe ich es ein bisschen minimalistischer gemacht. Das ist eigentlich jetzt mein Hauptmotto. Ich habe mir Kunstblumen gekauft, ich finde das ganz nice. Hier ist so ein richtig teurer Bus, das ist so ein Modellbus. Der ist richtig teuer, das habe ich da hingestellt. Dann das iPhone 3, plus die Blume, da oben gar nichts. Da wieder eine Blume mit einer Energie-Cottbus-Eintrittskarte. Objektiv, wo eigentlich hier immer die Kamera steht, dann oben ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Und an meinem Schreibtisch ist es genauso minimalistisch gehalten, auch mit so einer kleinen Blume, mit einem Calvin Klein Parfüm. Mein Thema daran war eigentlich, dass ich es so minimalistisch wie möglich halte und dass es einfach am besten hier aussieht. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen, aber ich würde sagen, ich brauche noch ein bisschen Akku für Fabian gleich. Also bis. Leute, da vorne ist er. Was ist das komisch, Alter? Nach 3 Jahren haben wir es geschafft. Hi. Ja? Oh, Alter. Es ist so fucking. Ja. Wäre natürlich arg geil. Er ist natürlich auch aufgeblockt. Es ist komisch, Alter. War ich noch nie mit jemandem zusammen, so auch, der aufgeblockt hat, zusammen auf Video aufgedreht hat. Ich habe immer mein Stativ dabei. Warum du nicht? Ich mach so. Mein Stativ ist kaputt. Okay, denn die Kamera ist aber auch kleiner oder so. Und ich stehe tatsächlich hier. Das sieht halt nochmal tausendmal geiler aus als in den Videos. Aber, Leute. Die Schranke sie gar nicht sehen dürfen. Ah, scheiße. Ah, wie gesagt, Schranktisch ist auch einfach so geisteskrank. Kannst du mal ansetzen? Mit diesen Farben, einfach so. Diese LED-Schleifen. Ich leg das jetzt alles hier. Bin ich jetzt gerade zu behindern, die Schraube da drauf zu nehmen? Nee, du musst das Ding abnehmen. Bitte. Nee, weil du musst es wieder abnehmen. Er versucht gerade, dieses Schwebestativ zum Einsatz zu bringen. Kriegt es aber nicht hin. Es ist halt auch so komisch, einen anderen YouTuber sozusagen zu treffen und dann gleichzeitig aufzunehmen. Das hatte ich halt so noch nicht. Ich habe halt so mit Lukas zusammen schon Videos aufgenommen, aber der ist halt auch selbst nicht YouTuber. Du musst halt irgendwie gleichzeitig hier noch festhalten, damit das Ding nicht wackelt. Also ich kenne ihn nicht aus. Ja, somit habe ich auch meine Roomtour aufgenommen. Ja, man merkt es, weil es einfach voll... Weil du nicht wackelst mit der Hand halt direkt. Ich bin fucking... Mich freut das gerade übel, wenn irgendwie... Ich hab da nicht vorher Bock, irgendwas zu machen. Leute, jetzt sehen wir mal hier Preview in Fabians Tasche. Richtig FPS war es, ne? Mhm. Ist ja voll geil. Ist ja einfach voll geil. Ist auch voll flüssig, dass wir das, ja, voll geil haben. Boah, voll geil. Vor allem dieser Weitwinkel beim Objektiv ist halt geil. Einfach, muss halt nicht mal weit rausstrecken, um noch einen ordentlichen Bildumfang zu haben. Ich mag Oliver mehr als so. Aber ich habe so eine fucking zittrige Hand. So Leute, wir sind jetzt hier unterwegs. Ich zeige dir ein bisschen Uxil. Du kannst auch ein bisschen filmen, Mann. Ja, ist ja. Ja, aber hier, ja, ist halt, hier ist halt noch nichts. Ist halt noch nichts Spannendes hier. So, okay, ja. Ist halt auch so richtig komisch, auf öffentlicher Straße mit Kamera lang zu. Aber wenn du dann dabei bist und das aufmachst, dann ist es gar nicht mehr so peinlich. Ja, moin Leute. Ja, weil wenn man das alleine macht, dann gucken halt alle an. Dann. Ja, das ist dann halt so.
Wenn es dir egal ist, dann ist es dir egal. Ja, aber hier halt nicht, wenn man so manche Leute kennt, die kommen dann an. Was machst du da? So Leute, ich nehme jetzt einfach hier auch mal First-Person-Vlog. Hier ist überall, oh Gott, guck dir mal das Tor an. Hier wo, ja. Das ist die Scheiße, wenn man als Verein die Torhüter nicht hochmacht und die nicht mähen können. Hier sieht der Fabian, wie er aufnimmt. Leute, guck mal, wie heftig das gerade hier oben aussieht in der Kamera. Guck mal, wie das bei mir in der Kamera aussieht, da sieht das blau aus. Aber naja Leute, ich denke mal, so schlimm wird es nicht, wie es aussieht. Also Leute, wir wollen jetzt euch mal erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, wir haben beide Kameras hier umgestellt, aber ich werde glaube ich nur eine verwenden, je nachdem. Ja, wir erzählen euch jetzt einfach, wie wir uns kennengelernt haben. Wir hoffen, dass es nicht regnet. Oh ja, das wird ziemlich scheiße. Beeil dich! Also, okay. Es hat glaube ich alles damit angefangen. Damals siehst du noch für Prime, ne? Ja. Und dann hast du bei Simon, du hast Simon irgendwie kennengelernt? Intro gekauft. Nee, ein Banner gekauft für 5 Euro. Wir haben uns dadurch kennengelernt, irgendwie durch so ein Projekt. Wie ist das Projekt nochmal? Irgendwas in Minecraft auf jeden Fall. Das ist fest. Im Minecraft-Projekt einfach. Ja, dann haben wir halt immer mal immer mehr miteinander geschrieben. Du hast uns immer wieder gefragt, so, wollen wir was zusammen zocken? Mhm. Und dann haben wir halt, keine Ahnung, irgendwie immer mehr zusammen gezockt, weil wir einfach, damals war Simon, du, ich, Cedric und Julian einfach noch alle so. Da war ja das Squad, Alter. Das war einfach die 14 komplett. Wir haben, ja, Julian haben wir kennengelernt durch Fallschirm 1, wo er uns gekillt hat. Wo wir vor dem Finale noch gesagt hatten, ja, viel Glück und so. Ja. Und wir haben so richtig gekämpft, wir haben so gesehen, wie die Teams hinter sich hinterhergelaufen sind. Wir waren so auf dem Berg, dann sind die auf so Richtung uns gelaufen, wir sind Richtung Mitte, haben uns da eine kleine Base gebaut und da war alles das eine geile Geschichte. Angefangen, dass sich alle so ein wenig getrennt haben. So, keine Ahnung, Cedric hat Overwatch gespielt. Cedric und Simon haben dann angefangen mit Overwatch. Dann ging es über LOL. Dann ging es LOL weiter. Simon war dann immer mehr auf Overwatch, LOL und so weiter, was halt wir nicht gespielt haben. Weil es halt nicht so, weil es wegen dir nicht ging, weil dein PC nicht ging, auch weil wir keine Lust drauf hatten. So. Ich glaube, es regnet. Dann sind wir beide halt so übrig geblieben, haben Rocket League für uns entdeckt. Also ich habe Rocket League schon vorher mit Simon viel gespielt. Ich glaube, wir beide haben auch schon davor gespielt. Aber dann haben wir halt so richtig angefangen. Und kennen uns jetzt seit 2-3 Jahren. Haben auch schon viele Projekte durchgemacht. Fightem 1, 2. Attack It. Attack It, ja. Nee, ja, nicht, ja nicht als Team, aber nee, wir waren als Planer. Als Planer. Wenn es dann wirklich so schön ist, wollen wir morgen die Fußball-Challenges drehen und so weiter und so fort. Wir haben noch viel, viel mehr vor. Und das wollen wir alles einfach durchhauen. Morgen soll es nicht regnen. Montag auch nicht. Jetzt fängt es an. Oh, Scheiße. So Leute, müssen wir so weiter erzählen. Auf jeden Fall. Der Rest ist halt so, wir haben jetzt halt immer wieder weiter zusammen gezockt, haben Fast gegründet und jetzt haben wir TSR, The Skill Returns, ne? Das ja, der Kampf kommt mein Bruder, da sind wir beide drin, da leite ich den Rocket League Teil. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt halt die Sache, dass wir halt viel zusammen gezockt haben, die 3 Jahre lang auf jeden Fall viel passiert ist und jetzt uns wir auch endlich treffen. Und nächstes Jahr dann halt gehe ich zu ihm und dann... Hoffentlich. Ja, ja klar. Wir müssen halt dann gucken, wie das ferientechnisch passt und sowas. Man sieht das in den Kameras immer nicht, aber es regnet halt gerade richtig heftig. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt! Ah! Scheiße! Oh nein, meine Schuhe! Wohin laufen wir überhaupt? Da vorne! Scheiße! 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 Oh, siehe! Sommer! Ja, da vorne wird schon heller. Guck mal. Ja. Ich habe das Handy gerade verloren. Ich möchte beide Hände von da hinten. Da vorne, Leute, da vorne wird es wieder hell. Man hört uns, glaube ich, gar nicht, so laut wie das ist. Hast du das letzte auf? Nee. So, Fabian, was sagst du zu deiner ersten Oxid-Erfahrung? Es war sehr, sehr trocken. Ah, sieht man an dir auch. Trocken. Leise. Leise, immer. Aber sonst, sehr schön. Sonst haben wir auch sowas eigentlich gar nicht. Aber wir sollten jetzt einfach rennen. Nein. Wir laufen jetzt durch Haufen Bäume und wenn da ein Blitz reinkommt, sind wir fahren. Ja, stimmt
auch wieder. So Leute, jetzt hier auch für mich ein Vlog-Ende. Ich habe nur noch 3%, ich muss mich beeilen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Auf jeden Fall, es war einfach mega nice, Fabian heute jetzt schon zu treffen. Und wir haben auch schon Fußball gespielt und das ist einfach so heftig für den ersten Tag. Und die Linse ist ein bisschen beschlagen, ist egal. Ich würde sagen, einfach haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat. Ich laufe jetzt hier gerade um 22 Uhr nach Hause und vor allem noch die Wassersprenger, die dann noch angingen. Da sind wir runtergelaufen. Das war so nice im Morgen. Drehen wir dann auf jeden Fall ein paar Challenges und übermorgen machen wir richtig geile Bilder. Es macht einfach so Spaß mit ihm, muss ich jetzt auch mal sagen. Also Props an dich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so offen miteinander reden können. Und es ist einfach so mega nice mit ihm. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.